Hallo und willkommen zurück zu Darksiders 2. War schon wieder in die falsche Richtung renne. Da lang. Irgendwie bin ich mit der Architektur hier im Reich der Toten noch nicht so ganz grün geworden. Aber ich bin auf die Arena gespannt. Und vor allem auf den Herrn der Toten bin ich auch gespannt. Kann ich da runter? Ja, da kann ich runter, okay. Aber hier ist nichts drin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Blutlosen, von denen hier die Rede ist, dass das diese schemenhaften Viecher sind, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Die wir auch schon kommentiert haben. Oder die ich zumindest kommentiert habe. Wäre jetzt zumindest meine Theorie. Nun merke ich Sorgen um die Würmchen hier machen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, du schon wieder. Okay, das kann man wohl nicht zerstören. Oh, guck mal. Na, 9 von 10, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Bist du Ostegott? Ich habe reichlich Waren. Wenn du Münzen übrig hast. Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Du bist Osterrad. Angeblich kann ich ja hier Relikte bei ihm verkaufen, ne? Was bringt mir das denn? Ein fairer Preis. Ein Fähigkeitenpunkt, das ist natürlich geil. Ja, mache ich jetzt meine Ghule-Stärke? Weil ab und zu benutze ich die ja auch. Oder machen wir hier bei auf den Todesbrot des Skills weiter. Was ist die ultimative Technik, die wir hier haben? Verursacht alle 0,2 Sekunden 49 Schadenspunkte. Über 4 Sekunden. Gut, das ist jetzt gar nicht so geil, ne? Das sind 20 mal 50 Schadenspunkte. Also knappe 1000. Wenn ich mit einem Schlag schon 300 mache, das die Frage, wie nützlich das wirklich ist. Ich power jetzt mal die Ghule auf hier. Ach, oder ich power den Teleportschlag weiter auf. Das kann ich natürlich auch. Schiete. Na gut. Nächstes Mal. Bye bye, Ostergott. Ich habe eine Arena zu gewinnen. Ist die Arena ein Dungeon oder einfach nur eine Arena halt? Das ist doch ein Dingensstein, oder? Oh, da fehlen noch so viele.
Das ist auch wieder interessant. Nee, doch, war richtig. Es ist ein Dungeon, oder? Die Architektur ist genau die gleiche wie in Arguls Ruhekammer, sag ich mal. Oder sind wir sogar in Arguls Ruhekammer? Nee, oder? Wo bin ich jetzt? Ach, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Jo, okay, da haben wir uns schon umgesehen. Jetzt habe ich eine ungefähre Vorstellung, wo wir sind. Irgendwie sowas in der Art habe ich mir ja schon gedacht. Habe ich, glaube ich, auch kommentiert so. Okay, was will man hier machen? Ist wahrscheinlich einfach das Ding drehen, wa? So, aber war das jetzt das Tutorial für die Rätsel in diesem Dungeon oder... War das quasi wirklich alles, was wir machen müssen? Nein, war es nicht. Nein, wir scheinen hier tatsächlich einen ausgewachsenen Dungeon vor uns zu haben. Und ich frage mich immer noch, wieso die unmöglich. Die versteckten Schatztruhen alle auf der Karte angezeigt haben. Das ist so bescheuert. Ich meine, es macht die Sache für mich natürlich um einiges leichter, aber das ist ja da grundsätzlich dann auch das Problem. Das macht die Sache für mich natürlich um einiges leichter. Oh, das sieht doch schon so ein bisschen nach einer Arena aus hier. Betritt die Arena. Doch was sucht er nur? Absolution durch den Tod? Nein! Dieser hier lebt noch. Woher? Er soll uns berichten. Sprich, Herausforderer. Ich bin hier, euren Champion zu besiegen. So prahlen alle Herausforderer. Doch die meisten gehen unter Qualen. Ihre Seelen aus der Existenz verbrannt. Und unser Champion dadurch umso stärker. Genug! Holt euren Champion! Ja! Dieser hier hat Macht. Genug Macht, um zu tun, was er will. Aber unser Champion ist kein Köter, der nach Belieben gerufen werden kann. Du musst ihn herlocken. Dieser Altar bewahrt seine Macht.
die Seelen all jener, die er erschlagen und verschlungen hat. 3 Lebenssteine müssen darin platziert werden. Dann wird unser Champion sich erheben. Also doch ein Dungeon. Na gut. Na, da will er nicht hoch. Natürlich nicht. Aber da hinten. Ja, die viel höhere. Die. Na. Was ist das hier? Weg nach unten in die Arena. Okay, ich vermute, hier muss ich dann hin, wenn ich die Lebenssteine habe, ne? Da hoch, ne? Irgendwie da hoch. Der Gang führt auch nach unten. Der Gang führt anscheinend auch nach unten. Okay. Dann beschäftigen wir uns doch mal mit der Frage, wie genau wir da jetzt hochkommen. Ich sehe da schon was. Nur mal hinter mich gucken. Aber da ist nichts. Okay. Ist auf der anderen Seite was? Nö. Dann ist der Kanzler eigentlich nur hierher geschickt, um uns loszuwerden. Ich glaube schon. Okay, verfehlt. Jetzt bin ich auf einmal viel weiter unten als vorher, oder? Ich will ja da hinten hin. Das ist jetzt schon gerade so ein bisschen bitter. Ah. So ist vielleicht sinnvoller. Und da haben wir die Truhe. Ich wusste doch, dass das nicht so schwer sein kann. Da kommen wir nicht weiter, ne? Nope. Ich bin noch nicht so ganz durchschaut, was ich in dieser Welt hier kaputt schlagen kann und was nicht. Ich kann nicht.
Moin, Jungs. Ich störe doch nicht, oder? Oha. Die gibt's das auch in groß, ja? Unmöglich. Ach, das war einfach nur ein Skelettkrieger, oder? Naja, nichtsdestotrotz, es geht natürlich schon einiges los. Und ich kann teilweise gar nicht mehr genau erkennen, was wir hier eigentlich machen. Okay. Ich muss ja zugeben, auf eine gewisse Art und Weise war das recht befriedigend. Ach da. Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als wäre einer von diesen Steinen in der Nähe. Ich kann das nicht kaputt hauen. So, da hinten haben wir einen Strahl. Aber der scheint ja in die falsche Richtung zu gehen. Und vor allem kann man das Ding nicht drehen, weil das mit dieser Verpestung überwuchert ist. Ergo. Alles meins. Bin mir aber auch nicht sicher, ob es dahinter überhaupt weitergeht. Das sieht fast schon nicht danach aus. Zwei Möglichkeiten. Guten Dinge sind drei. Gut, die Alternative ist, das so zu machen. Komm ich darüber? Naja, nicht, wenn er überhaupt nicht springt, das ist klar. Ah.
Unmöglich. Okay, wir kommen da wahrscheinlich doch mit, weiter hier. Manchmal funktioniert das... Au. Manchmal funktioniert das Springen nicht. Das ist ein neuer Raum. Wo führt das hier dann hin? Nach hier oben. Gut. Dann nehmen wir die Laterne natürlich mit. Sehr gut möglich, dass wir die hier im nächsten Raum brauchen. Ja, in der Tat, auf jeden Fall brauchen wir die. Deswegen konnte ich eben auch eine Aktion ansetzen. Kann man das öffnen? Natürlich nicht. Dass wir die andere Tür damit öffnen können, das ist offensichtlich. Ich wollte aber das hier vorher ausprobieren. Deswegen habe ich die Statue dann nochmal andersrum gedreht. Hi. Das sind aber immer nur mythische Steine, ne? Oh, du bewegst dich ja. Der Arme. Warum der da wohl eingekerkert ist? Oh, ist das der erste Seelenstein? Lebensstein. Ein Stein, den die Macht innewohnt, schlafenden Schrecken das Leben einzuhauchen. Einer der drei Steine, die benötigt werden, um den Arena-Champion wieder auferstehen zu lassen. Das wäre auch zu einfach gewesen. Aber die Gegnerdichte hier in diesem Gebiet ist um einiges höher als in den Schmiedeladen, oder? Dann geht jetzt die andere Tür auf. Da war ja noch eine zweite, ne?
diese da? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hi! Achso, das war eine Säule. Ich wollte gerade sagen, durchs Fenster lupen. Da ist noch ein Stein. X und O sind belegt. Beziehungsweise Kreuz und Kreis. Also offiziell ist das ja Kreuz. Lass uns das einfach mal so machen. Erleichtert uns das Umschalten ein bisschen. Und da ist die Verlieskarte. Okay, dann gucken wir nochmal. Ach du lieber Himmel. Naja gut, aber obwohl zu viele Ebenen sind, so viel ist hier gar nicht, ne? Da geht's hoch. Okay. Zur Mitte weiter, hätte ich mir eigentlich denken können. Und den Hebel umgelegt. Das war ja süß. Er hat es wirklich versucht. Ja, das muss man ihm lassen. Er hat es versucht. Und er hat sich besser geschlagen als alle seine Kameraden. Er ist was ganz Besonderes gewesen. Oh, Entschuldigung. Okay, welche Tür haben wir jetzt offen? Von hier aus eine Etage nach oben. Da gerade eine unsichtbare Wand war, das bedeutet ja quasi hier lang, ne? Okay, das nächste Laternenrätsel. Aber das heben wir uns auf für die nächste Folge. Von Darksiders 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.